So, liebe Leute, ich zocke jetzt eine Runde Falcon Age für die PlayStation 4. Kostet 20 Euro und wird von Outer Loop entwickelt oder wurde von Outer Loop entwickelt. Das kann man ganz normal mit dem Controller spielen, aber auch mit dem PlayStation VR Headset. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Controller an und ich sehe bereits zu Anfang, es gibt den Story-Modus, das Story-Gameplay mit Kampf und den Bindungsmodus, das ist Story-Gameplay mit optionalem Kampf. Ich würde sagen, wir machen einfach mal mit Kampf, ne? Das schauen wir uns schon ganz an, den ganz normalen Modus. Mal gucken, was uns da erwartet, wie sich das spielt mit dem Gamepad und dann eben mit PlayStation VR. So, ich bin hier in der Zelle, oder wie ist das? Essen verteilen. Oh, nehmen wir mal das Essen mit. Vögelchen. Ja, da. Oh, cool. Geh zur Umerziehung. Was sind das für eine... Für eine abgefahrene bin ich hier in so einem komischen dystopischen Gefängnis. Glückwunsch 0507 ist heute nicht dein großer. Wenn ich nicht du wäre, würde ich mich freuen. Nicht einmal die schlauen Köpfe der Outer Ring Company kennen eine Möglichkeit, die menschliche Arbeitskraft vollständig zu ersetzen. Du bist besonders, trotzdem bist du irgendwie noch nützlich. Oh super, ich darf Erz sammeln. Cool. Ich hab mir was verdient. Work off world, Anna Pat. Ein Tierchen verdient. Und die Entwickler sicher ihre ganzen Tiere untergebracht. Finde ich gut, finde ich sympathisch, mag ich. Cool. Arbeiten das Spiel. Jetzt möchte ich aber mal hier irgendwie was Cooles machen. Das kann ich nichts mehr machen, ne? Soll ich zu Bett gehen? Dann gehe ich eben zu Bett. Wo sind die Vögelchen? Tag 23. Ey, lass den Kleinen mal. Oh! Snap! Oh nein, jetzt... Wow! Das ist wie bei Luc Besson, der Bär, wo Mutter Bär stirbt. Ich habe so geflennt im Kino und der kleine Bär dann alleine neben seiner toten Mutter liegt. Das arme kleine Küken hier. Füttern. Jetzt. Gut. Wir sind Freunde. Oh, hallo. Dein Name wird Harald sein. Oh, ist ja fantastisch. Sehr gut. Jetzt kann ich meine Wie? Ah, jetzt kann ich. Ist ja witzig. Er hält den Kopf da und ich mache das jetzt. Dum, 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 dum. Geil, Technobird. Ja, guter Vogel, komm, hilf mir. Rote Paprika vom Berghang? Da komme ich aber nicht hin, da kommst du aber hin, Vogel, ne? So, schick mal los. Kommt er wieder an hier. Und wir haben die Paprika. Oh, da. Ach, du wirst jetzt leider dran sterben. Glauben, was? Ja, was bist du denn? Da. Na, tut mir leid. Ne? Das Leben ist brutal. Ich will jetzt nicht mehr zur Umerziehung. Nur eine Frage, nur eine. Ja, was sieht langsam aus? Darfst du das überhaupt fragen?
Oh, shit. Ja, aber da explodiert der Vogel nicht, ne? Unglaublich. Schau, da ist eine kleine Ratte. Nein. Schnapp sie dir. Töte! Töte! Das ist mal eine ordentliche Brücke. Jetzt haben wir das mal so ein bisschen ohne VR gesehen. Jetzt werde ich das Ganze mal mit VR probieren. Mit dem Controller, mit den Move-Controllern. Einfach mal schauen, wie gut das jetzt funktioniert. Ob ich da einfach jetzt VR anschalten kann. Dann machen wir das Ganze mal an. Und jetzt bin ich in der virtuellen Realität. Und ich habe... Oh, die Hände vertauscht. So, gut, wir hauen das Ding da rein. Die Brücke kommt. Aber ich weiß nicht, ich habe es nicht verstanden, wie ich jetzt meinen Vogel auf wieder meine Hand kriege. Ob ich da irgendwas Bestimmtes machen muss. Der fliegt jetzt da hinten lang, wir gehen einfach mal weiter. Ich bin gerade so ein bisschen confused. Ich weiß nämlich nicht so ganz, wie das hier alles funktioniert. Muss ich den Vogel irgendwie rufen? Das macht mich gerade so ein bisschen kirre. Ich raste aus. Gib mir halt das Scheißobjekt! Wir müssen wieder teleportieren. Hier auch, seht ihr das Zuckeln? Halte deine rechte Hand hoch, um es zu erhalten. Ja, ja, ja. Damn you! Ich würde so gern einfach dieses Scheißobjekt aufheben. Ja. Okay, jetzt. Ich muss meine linke Hand vors Gesicht bringen und dann quasi ein Pfeifen nachmachen. Jetzt endlich sehe ich dich, du kleiner Scheißvogel! Ist ja fantastisch. Ich kann mit den Federn spielen. Ich pieke sie ins Auge. Puh. Das ist super. Okay, all die Mühe haben sich gerade eben gelohnt. Motherfucker! Wo ist Vögelchen? Okay, du bist da. Wir gehen weiter. Durch das im Gefängnis. Yeah, haben wir gemacht. Aber wo geht's jetzt lang? Wo geht's jetzt lang? Oha! Was machst du denn? Was soll denn der Schmuh? Ich habe nichts gemacht und werde niedergestochen. Das kann man auch freundlicher machen, ne? Man kann auch einfach sagen, so hier, ja, cool, Frau, die mich niedergestochen hat. Danke fürs, okay. Da bist du. Ah, die hat einen Peilsender entfernt. Wie kann ich denn jetzt hier drehen? Ja, also, da kann man irgendwie mit so kreisenden Bewegungen, aber so richtig geil finde ich das jetzt nicht. Kaninchen und Paprika. Also die Frau ist echt grauenhaft. Du bist echt... Ich finde dich scheiße. Habe ich nicht schon Kaninchen und Paprika? Ja, habe ich doch. Was willst du denn? Hier. 4 rote Paprikas. Na. So, das schnappst du dir mal.
Danke. Haben wir das eingefangen? Da hinten. Finde ich eigentlich ganz geil, diese Mechanik mit dem Pfeifen, ne? Grafisch ist das sehr, sehr schick. Also gerade der Vogel, das sieht natürlich super aus. Die Umgebung, ja, Mai, muss man halt Abstriche machen, aber es ist nicht so schlecht, ne? So, da gibt es verschiedene Sachen, die man jetzt machen kann. Hätte ich jetzt auch noch Kaninchen gleich jagen sollen? Ach so, das sind dann Gesundheitsdinger, ne? Das gibt mir, glaube ich, Health. Ja, wir machen jetzt mal so ein Kaninchen-Ding rein. Ist wie bei Zelda. Das finde ich eigentlich ganz geil. Jetzt wird da was gemacht. Zack. Super Rotbrötchen. Komm her. Geil. Und jetzt geht der Gesundheitsbalken nach oben über dem Vogel, sieht man hier, ne? Fantastisch. Das ist cool. Das macht Laune. Das ist geil. Das ist cool gemacht. Dann holen wir uns im Zelt aus. Das sind so ein bisschen langwierig ist das alles. Das könnten sie ruhig ein bisschen schneller machen. Monate später muss unser Vogel doch jetzt gigantisch sein. Wo ist er? Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Das wäre fantastisch. Wow, cool. Jetzt sind wir wirklich ein richtiger Falkenjäger hier. Dein Falke ist stärker geworden. Ich glaube, du bist bereit. Okay, ja, jetzt bin ich bereit. Ich bin bereit. Okay, das muss man... Alter Falter. So, jetzt geht's endlich los. So. Jetzt bin ich mir groß Birdie Fuchs und meine, das ist schon... Schaut mal Birdie Fuchs an hier. Das macht gute Ernährung aus, ne, Leute? Ja, du hast einen Hut erhalten. Was? Oh, was ist denn? What? Moment. Wie funktioniert das denn jetzt? Aber warum wird er dann klein wieder? Und dann kann ich ihn wieder groß machen. Warum wird er wieder klein? Und dann kann ich ihn wieder groß machen, ne? Hey, hey, okay, okay. Schau mich nicht so an, ey. Alles gut, alles gut, alles gut. Das ist schon cool. So, jetzt müssen wir aber die Raffinerie finden und machen hier ordentlich Halligalli. Schau mal, wo die ist, ne? Peitschenleiste. Bam! Attacke! Oh shit! Da, den muss ich drücken. So. Ey, das schießt auf meinen Vogel! Was willst du denn? Ey, ich glaub nicht, was hier gerade abgeht. Ist ein bisschen gar, ne? Oh, vielleicht sollte ich mal die Dinger hier ausschalten. Wow. Okay. Greif den mal an. Huiuiui. Ich gehe jetzt einfach mal rein. So. Und oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Jetzt musst du doch was machen. Thank you.
Was muss ich denn jetzt hier machen? So. Jetzt hat das geklappt. Oh, es macht mich narrisch, weil es teilweise dann einfach nicht so gut funktioniert, wie es sollte. Ne? Die Idee für dieses Spiel ist ziemlich fantastisch. Also mit dem Vogel die Sachen machen, das finde ich toll. Das ist eine sehr, sehr coole, ein sehr, sehr cooles Konzept. So, haben wir den fertig. Jetzt ist doch im Endeffekt nur noch das Ding da oben, ne? Mach du das mal platt. Oh! Greif ihn an! Sehr gut. Juhu, wir haben die Raffinerie abgeschaltet und unserem Vogel geht's auch noch halbwegs gut. Er ist nicht komplett im Arsch, aber so richtig gut sieht er auch nicht aus. Ja, damit möchte ich zum Ende kommen von Falcon Age. Oh, da ist die Kamera. Hallo, guten Tag. Von Falcon Age. Konzept finde ich super. Es gibt aber Probleme bei der Steuerung, einfach weil ich es sehr chaotisch finde. Ich kann verstehen, wenn man diese Story ohne Kampf spielt, weil da fühlt man sich überrumpelt. Ich wusste gerade bei dem Roboter nicht, was ich machen sollte, weil mein kleiner Falke nichts gemacht hat. Wahrscheinlich, weil er zu verletzt war. Aber das wurde mir halt schwer vermittelt, genauso wie am Anfang die Steuerungsversuche. Das muss einem besser erklärt werden, wie die Dinge funktionieren. Das haben sie hier so ein bisschen verpasst. Aber im Großen und Ganzen finde ich schon ganz cool. Man hat eine Welt, die Sache mit dem Vogel ist geil. Wie gesagt, finde ich sehr gutes Spiel, hat mir sehr Spaß gemacht. Aber es hat Kinderkrankheiten und mit so ein paar negativen Punkten leben, wenn man eben in VR spielt.